Hier glaube ich. Ah, hier. Ah, hier geht's jetzt weiter. Oh, explosiv. Oh, hallo Danny. Ja, Moment, ich gehe nochmal einmal drucken. Alle Systeme innerhalb normaler Parameter. So, wir haben 1,8. Das heißt hier. Lass mal leveln. Aktivierung der Druckfertigung. Die UJC bedankt sich für ihre Produktivität. Ja, danke. Sehr, sehr gern. Ist es auch mit alternativen Feuermodus? Ja, okay. Hat die auch. Gut, das heißt also, die Waffe... Das müsste ja jetzt eigentlich die dann sein, ne? Genau, okay. Ich komme, Danny, Sahne. Oh, es ist eiskalt. Kaum zu glauben, dass hier Menschen gelebt haben. Tja, nun, sie hatten keine Wahl. Manche bis heute nicht. Jo, Moment, ich geh mal eben hier gucken, was hier ist. Hier ist irgendwas. Aha, hab's doch gewusst. Ah, ein Schlüssler. Markloser. Kann man verkaufen. Warte mal, Danny. Ich muss nochmal zum Automaten. Ich verkaufe das einmal. Wir haben nicht viel Leben, ne? Auswahl treffen. Ja, Moment. So. Zack. Und auf Wiedersehen. Neue Wumme? Ja, vielleicht kommt noch so ein Automaten. Weil hier kamen jetzt einige noch hintereinander. Und wenn tatsächlich noch ein Kapitel kommt... So, dann mach mal. Okay. Warte. Was ist das für eine... Keine Ahnung. War die früher nicht da? Nein. Damals nicht. Früher war hier ein Minenschacht. Der führte zur Oberfläche. Warum sollten Sie den abdecken? Keine Ahnung. Aber wir müssen da durch, um zum Gefängnis Toll. Zu kommen. The Dome. Under the Dome. Kommt man hier rein? Nee. Wir werden hier nicht lang allein sein. Gehe ich ganz stark von aus. Toll. Ja, da müssen wir wohl da durch, ne? Ist das hier vielleicht da, wo sie geforscht haben? Kann das vielleicht sein? Spiel speichert. Okay. Ich grüße Sie. Ich bin Dr. Moin, Kevin. Und ich heiße Sie herzlich willkommen auf Orcus Station. Orcus Station? Wir freuen uns, die Ergebnisse unserer jahrzehntelangen Forschung mit Ihnen zu teilen. Keine Ahnung. Nicht uns. Ich lade hier runter, was ich kann. Wir treffen uns in der Kuppel. Jo, ich gehe schon mal vor. Ist ja nicht so, dass wir schon in der Kuppel sind, aber okay. Es begann mit einem Notruf. Einer mysteriösen Seuche, die Callisto befiel. Das Symptombild war verblüffend und doch vertraut. Mhm. Eine Art beschleunigter Evolution. Ähnlich dem, was in Paramo entdeckt wurde. Diese Krankheit zu verstehen und zu verändern, wäre der Schlüssel zum Geheimnis des Paramo-Effekts. Paramo-Effekt? Was ist denn bitte der Paramo-Effekt? Nach dem Sichern der Anlage wurde ein Labor errichtet. Und später ein Gefängnis, das es umgibt. Eine Forschungsbasis mit verfügbaren Tests. Okay. Typisch. Deshalb wurde Black Iron gebaut. Ja, ja. Es war alles eine Art Experiment. Der Knast war nur Tarnung. Dies, wie man es kennt. Nach Jahrzehnten der Suche stehen wir endlich kurz vor dem Durchbruch. Jo. Dem Ursprung von allem. Dem nächsten Schritt unseres Projekts. Sieht man ja, wohin das geführt hat. Für Solitarius. Solitarius. Lass mich raten, wir werden Herrn Solitarius noch kennenlernen. Es wird mit Sicherheit noch irgendwie einen Endkampf geben oder so. Irgendwie sowas wird kommen. Diese Kuppel ist nicht umsonst so groß.
Hallo, Mr. Voltarius. Eine fremde Lebensform. Freigesetzt als Minenarbeiter zum Ozean unter der Oberfläche Kallistos durchdrangen. Als wir ankamen, war sie schon tot. Von Sicherheitskräften getötet. Doch im Kadaver fanden wir sie. Tausende von Larven. Die Hauptüberträger der Krankheit. Wir sammelten Exemplare und brachten sie in unser Zentrallabor. Seine Kiste. Auf Europa. Der Erreger wirkte als Beschleuniger der Evolution und machte die Kolonisten zu kaum mehr als geistlosen Rohlingen. Okay. Außer einem, dem Subjekt Null. Dieser Mensch erhielt die Vorteile der Ansteckung, erhöhte Kraft, Ausdauer und Lebensdauer, ohne Intellekt und Menschlichkeit zu verlieren. Er wurde zwar beim Ausbruch von Sicherheitskräften getötet, doch sein Körper wurde ins Labor nach Black Island gebracht und diente als Basis des Forschungsprogramms. Oh Gott. Ihh. 5, 2, 1! Oh nein. Du und nein. Ich, wir sind noch nicht fertig. Oh, Ferris. Fahr zur Hölle. Wie du siehst, hat sich was verändert. Ist das so? Toll. Ich hab die Oberflächenzugangstür gefunden. Ich versuche sie zu öffnen. Hua. Hua. Ernsthaft? Ach du Scheiße. Ist so? Das ist ja toll. Das läuft ja ganz großartig. Nein, lass mich! Nein! Ah, das ist nicht gut. Aua! Doch. Nein, 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 lass mich los! Au! Musst du immer treten? Lass mich! Lass mich! Oh. Puh, okay. Also muss ich den... Nein! Oh, wie war das mit dem Blocken nochmal, verdammt? Nein! 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 Oh, fuck you! Au! Au! Oh! Toll! Ah, der ist echt komisch. Nein, lass mich! Lass mich! Oh Mann, lass mich doch! Alter! Nein, ich kann doch niemals wegrennen! Oh, fuck you, Mann! Oh, fuck you. Okay, der Kampf wieder wird schmutzig. Der Kampf wird richtig schmutzig. Oh, der Kampf wird richtig scheiße. Der Kampf wird richtig scheiße. Ich kann nichts einsammeln gegen den. Nein, Mann! Das Waffewechseln ist so schmutz gemacht, ne? Ja, klar. Ich muss gleich mal nachladen, warte mal eben. Oh, toll. Wie soll ich denn bitte... Ich überspringe das direkt. Wie soll ich denn... Vor allem, ich kann da gar nichts gegen machen. Was? Och Mann, ernsthaft?
Nein! So. Okay. Oh, fick dich. Fick dich, Junge. Fick dich. Okay, den macht er immer und ja. Ich finde dich, egal wo du dich. Okay, find mich doch. Du bist schwach. Nein, ich hab doch. Bin doch ausgewichen, Mann. Hast du wirklich den Tops nie? Okay, Waffen kann ich, glaube ich, erstmal lassen, ne? Das bringt, glaube ich, nichts. Verliere ich bei dieser Szene Leben? Nee, ne? Ich glaube nicht, oder? Das ist, glaube ich, so gewollt. Mann, weich doch aus, Mann! Wie ein Schmetterling. Du bist schwach. Unter meiner Aufsicht. Na, weich aus, Mann! Weich doch aus! Nee, das war's. Ja, beeil dich mal ein bisschen. Okay. Okay. Bam, Junge! Natürlich entkomme ich dir. Oh, fuck you. Beeil dich mal ein bisschen, dann die Sahne von Danone. Also die letzten Schläge, die stecke ich so ein, dass es, oder nicht ein, aber das ist halt, der trifft mich instant dann. Ja, den trifft er. Ich weiß nicht warum. Obwohl ich ausweiche. Du bist schwach. Du musst schleppen. Heil dich mal, Danny! Du bist schwach. Wollen wir nochmal sehen. Au! Mir entkommt keiner, hörst du? Danny! Danny! Wie der am Pumpen ist. Da bist du wohl zu spät. Oh nein, oh nein! Sie wollte dir nur helfen, aber bald wird sie eine von uns sein. Oh nein.
Oh nein. Alles gut. Geh weiter. Oh, ich muss mich heilen. Was war denn das für ein Schmutzkampf, bitte? Ich kann mich nicht heilen. Scheiße, ich hab nichts zum Heilen. Diese Plattform bringt uns an die Oberfläche. Okay. Verlasse die Kolonie mit der Standardseilbahn. Standardseilbahn? Ich glaube ja. Gibt's da. Oh, der wird wiederkommen. Da würde ich verwetten. Der kommt mit Sicherheit, kommt der wieder. Großartig. Geschafft! Und sie ist infiziert. Toll. Dani! Dani! Hey. Oh nein. Scheiße. Okay, komm schon. Hoch mit dir. Alles wird gut. Na toll. Nein, nein, nein. Das ist unfair. Mist. Ich wollte sie aufhalten. Ich werde nicht so ein Ding werden. Na, nein, 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 das wird nicht passieren. Hey, wir kriegen das hin. Wie? Wir folgen einfach dem Plan. Wir gehen zum Turm des Wardens. Es muss einen Weg geben, das Ganze umzukehren. Das weißt du nicht. Ja, das stimmt. Aber wir geben doch jetzt nicht auf. Wir ziehen das Ding jetzt durch. Gemeinsam. Okay. 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 Los jetzt. Hoch mit dir. Alles gut? Vorerst. Die wirst du brauchen. Okay. Wir sind fast da. Das wird ja immer besser. Ich kenne das hier nicht. Wo sind wir? Finden wir es raus. So, was haben wir da? Duke and Cole. Meinungsverschiedenheit. Cole. Was auf Europa passiert ist, bleibt in Europa. What happened in Vegas, stays in Vegas. So, gib mir das Kistchen mal. Denn ich brauche ein wenig Muni. Und der wird wiederkommen, das weiß ich jetzt schon. Oh, kann ich dieses Fahrzeug nicht einfach nehmen und wegfahren? Ich kann nicht rennen im Übrigen. Oh, Leben, ja, Leben bitte. Ja, Leben. So, ich vermute... Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute, es wird der letzte sein. Ich kaufe den Revolver für 600. Montage. Revolver. Schönes Ding. Wie kann ich eigentlich schnell Waffen wechseln? So, jetzt habe ich die. Jetzt habe ich den Revolver. Wieder die. Okay, er wechselt nur gegen zwischen zwei. Okay, alles klar. Schauen wir mal. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir wieder im Gefängnis? Nee. Dani, du siehst nicht gut aus. Ich muss dir das mal sagen. Du siehst aus wie ein schlecht gewordener Dani-Sahne-Joghurt, der über ein Verfallsdatum ist. Ich muss es einfach loswerden, es tut mir leid. Das Gefängnis läuft auf Autopilot. Alle Systeme sind zerstört. Oh nein. Wir werden jetzt was sehen. Das ist die Schuhe. Alle hier drin sind infiziert. Das Schiff. Wir müssen sofort verschwinden. Gute Idee. Was? Das Signal des Wardens ist noch aktiv im Kommandoturm. Schaffen wir es zu ihm? Sieht so aus. Ich kümmere mich um die Tür. Okay. Bleibst du dann hier? Zurück in die Zellen. Au!
Turm. Was passiert hier? Jetzt nur tun. Kommen Sie. Marla. Wir haben nicht viel Zeit. Ich konnte eine Sicherheitseinheit umleiten. Ich habe Dani. Wo ist sie? Im Labor, im Herzen der Anstalt. Er überwacht alles, aber hier können wir reden. Ich kann sie zum Warden bringen. Ich kann sie heilen. Ich möchte helfen. Sie? Sie haben mir dieses Ding in den Nacken getan und jetzt wollen Sie helfen? Bitte beeilen Sie sich. Kommen Sie her, Jacob. Wie? Weiter vorne ist ein Raum, der in einen Bereich führt, zu dem Wärter und Häftlinge keinen Zutritt haben. Finden Sie ihn. Ich mache Ihnen den Weg frei.